Was ist ein interaktives Whiteboard? Ein interaktives Whiteboard besteht aus mehreren Teilen in der Regel, einem Beamer, einem Rechner und einer großen berührungssensitiven Fläche, einem sogenannten Touchscreen. Was dieses Whiteboard, dieses All-in-One dann auszeichnet, ist, dass ich all diese Funktionen, wenn ich möchte, zusammenbringen kann. Und ich kann meine Arbeitsergebnisse, meine jeweils individuellen für die Veranstaltung abspeichern, zur Verfügung stellen, erhalten für entweder den nächsten Seminartag oder den nächsten Seminartermin oder aber zur Dokumentation der Veranstaltung für die Teilnehmenden, dass sie zu Hause weiterarbeiten können mit ihren Materialien. Anhand eines Fallbeispiels aus einem Seminar möchten wir zeigen, wie man so ein interaktives Whiteboard einsetzen kann. Herzlich willkommen zum Seminar Social Media nutzen für die eigenen Kampagnen, für die eigene Öffentlichkeitsarbeit im Netz. Wir werden im Seminar mit ganz vielen Medien arbeiten. Unter anderem setzen wir ein interaktives Whiteboard ein. Da habe ich schon mal unsere Begrüßung geschrieben und lass jetzt diesen Text nochmal elektronisch erkennen, sodass wir ihn für die weitere Arbeit zur Verfügung haben, wenn wir wollen. Auf diesem interaktiven Whiteboard genutzte Software kommt mit einer Texterkennung. Ich kann, wenn ich ein, das ist, wäre jetzt das Pendant zum guten alten Tafelanschrieb, wenn ich einen Text auswähle, markiere, kann ich den erkennen lassen. Mit diesem Text kann ich dann weiterarbeiten, den kann ich kopieren, den kann ich woanders einsetzen und zum Teil einer Dokumentation machen. Jetzt eine kleine Recherche zu machen. Einigt euch in euren Arbeitsgruppen auf wesentliche, wichtige Fragen. Was müsst ihr wissen, bevor ihr startet mit Facebook, mit eurem Blog? Und recherchiert dazu auf euren iPads. Ihr habt jeweils zu zweit ein Tablet zur Verfügung. Ihr könnt eure Seminar, eure Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen dann direkt im Anschluss auf das Whiteboard schalten, sodass wir mit euren Rechercheergebnissen weiterarbeiten können. Vielen Dank für eure Arbeit in den Gruppen. Ich habe gesehen, ihr habt schöne Ergebnisse recherchiert. Mich interessiert jetzt, was ihr erstens, welche Fragen ihr beantwortet haben wollt und ob ihr was dazu gefunden habt. Das schauen wir uns einfach mal an. Die Arbeitsgruppe 1 hat dazu etwas gefunden auf einer wunderbaren Internetseite, die erights.info heißt. Mein Vorschlag wäre jetzt, diesen kurzen Absatz mit in die Seminardokumentation zu übernehmen. Wir sichern uns einfach mal den Inhalt. Man kann Teile von Dingen, die man präsentiert, die zu sehen sind, auf dem interaktiven Whiteboard ausschneiden und in eine extra Datei abspeichern. Also beispielsweise hier in unserem Social Media Seminar geht es darum, darf ich mit fremden Inhalten tun, was nicht. Dieses Whiteboard, diese Whiteboard-Software hat eine Funktion, wo ich aus dem Screen Teile rausschneiden kann und sie dann zur Verfügung habe in einer extra Datei. Ich könnte jetzt zusätzlich Teile so abgespeicherten Textes nochmal markieren, je nachdem, was so die Fragen sind, die man gemeinsam behandelt. Und ganz wichtig, ich kann das so zusammengetragene abspeichern und zur weiteren Nutzung zur Verfügung stellen. Ich würde euch bitten, auf dem Weg in die Pause kurz eure Meinung zu sagen über diese Möglichkeit an der Tafel und anschließend werden wir dann in die Diskussion dazu einsteigen.
Der Einsatz von einem interaktiven Whiteboard kann kombiniert werden mit dem Einsatz von Tablets, die die Teilnehmenden nutzen können, um zum Beispiel die Steuerung des Whiteboards zu übernehmen. Und das, was Sie tun, ist dann für alle zu sehen, hier am Beispiel einer Abstimmung. Wir haben jetzt schon so ein paar Begriffe zusammengesammelt und jetzt lass uns einfach zusammen gucken, was gehört dazu und was nicht. Vor euch liegen Tablets. Ihr könnt selbst Hand anlegen und Haken machen an das, was ihr denkt, okay, das gehört auf jeden Fall dazu, oder durchstreichen, wo ihr sagt, nö, das hat nichts mit Social Media zu tun. Lass uns einfach loslegen. Was gehört denn auf jeden Fall dazu? Abschließend kann man sagen, man muss keine Expertin, kein Experte sein, um ein interaktives Whiteboard in den eigenen Seminaren einsetzen zu können. Ich würde sagen, durchschnittliches PC-Wissen ist durchaus ausreichend. Eine gesunde Portion Experimentierfreude und Neugierde sollte man mitbringen. Was man vielleicht beachten sollte, ist, dass man den Lernenden auch den Zugang gewährt zu dem interaktiven Whiteboard, sprich sie einlädt, selber was daran zu tun, sei es, indem sie selber an das Whiteboard herantreten und damit etwas tun oder sich auf das Whiteboard einwählen und es selber steuern, beispielsweise über Tablets.